brasilianischen Bauern ihre Früchte zum Markt bringen. Zuweilen bringen sie seltene Urwaldtiere mit. Ein Riesengürteltier mit ungeheuren Klauen. Ein Kahlkopfaffe aus den Urwäldern der Grenze von Peru. Waldvögel, schon in fertigen Käfigen, stehen zum Verkauf. Und im Marktgetriebe hat ein Zauberkünstler sogar eine halbwüchsige, farbenprächtige, lebende Riesenschlange um den Hals hängen. Einen seltsamen Affen brachte man uns. Es ist ein Schweifaffe mit langem, zottigem Pelz. Wir tauften ihn Robert. Und er saß mit der Miene eines Weltverächters auf unserem Hof. Oder sonnte sich mit dem Wollaffen Paolo auf der Fensterbank. Das seltsamste Waldtier aber, das uns hier in Pará schon in die Hände fällt, ist ein Zwergameisenbär. Fast ausgewachsen, nicht größer als eine Ratte. Mit Hilfe seines Greifschwanzes klettert er behende umher. Leider kann man ihn aber in Gefangenschaft nicht halten, da sein gewohntes Futter, Ameisen, auf der Überfahrt nicht zu beschaffen sind. Von Pará geht es auf einem Flussdampfer durch das Gewirr des Amazonas-Deltas stromauf. Jeden Tag legen wir an seltsamen Tankstellen der Amazonas-Dampfer an. Da stehen an den Landungsbrücken riesige Brennholzstapel aufgeschichtet. Brasilianische Umarmung auf dem Bootssteg. Proviant, Säcke mit Mehl werden an Bord genommen. Vor allem aber Mengen von Holz, das einzige Brennmaterial, das diese Tropendampfer feuern. Wir wandern in die kleine Fischersiedlung hinter dem Holzstoß. Primitive Palmblatthütten. Eine Nähmaschine zwischen Blätterwänden. Und diese junge Dame schien durch die Filmkamera in hohem Maße verwirrt. Aus Afrikaner, Indianer und Portugiesenblut ist diese Landbevölkerung des unteren Amazonenstromes zusammengesetzt. Manchmal dazwischen überraschend ein blondes, blauäugiges Kind. Haustiere, schwarze Schweine, einmal sehen wir Einserbüffel. Vor allem aber Pferde und Rinder werden auf den Savannen zwischen den Urwäldern gehalten. Weiter stromauf. Arumanduba, unser erstes Ziel, ist erreicht. Wir haben zwei Dampfer geschartet. Unsere 100 Zentner Expeditionsgepäck, Säcke, Proviant, Zeltbahnen, Seile, Benzin, Fässer mit Trockenbrot werden verladen. Indessen raspelt Gerd Kahle etwas Süßholz mit zwei dunklen Damen, die als Passagiere bis zur Yari-Mündung mitfahren. Unser kostbarstes Hilfsmittel für unsere Stoßtruppfahrt, das Wasserflugzeug. Jedes Mal eine Nervenprobe, wenn unser Silbervogel zu Wasser gebracht wird. Ganz in der Nähe lebt eine Deutsche, die Gattin eines Siedlers.
Zum letzten Mal bekommen wir auf lange Monate von zarter Hand den Abschiedstrunk kredenzt. Unsere Gepäckdampfer sind seit Tagen voraus zur großen Stromschnelle des Yari unterwegs. Wir folgen jetzt mit dem Flugzeug. Unser kleiner Bordhund ist verstaut. Wir nehmen mit brasilianischer Umarmung Abschied von unserem Gastgeber in Aromanduba, Senor Perico do Andrade Ramos. Ate logo, amigo Perico. Boa viagem. Ate a volta. Wir fliegen gen Osten, Kurs zum Yari. Da taucht nach Stunden die Mündung unseres Stromes auf. Wir fliegen ein, schneiden die Krümmungen ab und dröhnen über eingenebelten Urwald hin. Geheimnisse, Rätsel unter uns. Unter dieser gewaltigen, verfilzten Masse der Baumkronen, die wie ein erstarrter Ozean sich über die Erde breiten. Wir gehen auf 1000 Meter Höhe. Ewige Urwaldmassen bis an die Horizonte ringsum unter uns. Dann haben wir den Fluss wieder, folgen in Baumkronenhöhe seinem Lauf. Jetzt tauchen die mächtigen Kaskaden, die großen Stromschnellen von Santo Antonio auf. Wir sind am Ziel. Ein Boot unserer Rudermannschaft kommt herbei, nimmt uns ins Schlepp. Und rudert nun auf diesen letzten Vorposten der Zivilisation, die Hütten von Santo Antonio, zu. Hier hausen eingeborene Gummisucher. Alle Handelsschifffahrt sperrend, liegt die große Stromschnelle wie eine Schranke der Natur vor den unerforschten Urwäldern des oberen Flusslaufs.